So, den zeichnet man in verschiedenen, aber äquivalenten Weisen. Ich mache es mal so. Dass ich die Rückseite des OPs so lasse wie bisher auch. Aber jetzt wird die Spannungsquelle direkt hier angeschlossen. Und hier gehen wir über den Widerstand zur Masse. Der hier heißt wieder R2, der hier heißt R1 und die Eingangsspannung die lege ich hier an. Also wie können wir die Schaltung analysieren? Ja, goldene Regel. Von hier nach da herrscht UIN, also der Punkt hier liegt auf UIN. Die Spannungsdifferenz hier ist aber 0, also liegt der Punkt auch auf UIN. Also haben wir an dieser Stelle die Spannung. Das heißt, von hier nach da herrscht ebenfalls UIN. Damit kann ich den Strom ausrechnen, der hier fließt. I ist also gleich UIN durch R1. So, der Strom, der hier fließt, muss aber auch hier fließen. Also der fließt auch hier. Also entsteht hier eine Spannung U2 und U2 ist gleich I mal R2 oder R2 durch R1 mal UIN. So, und jetzt machen wir wieder den Spannungskreis. Sitzt von hier nach da. Jetzt mal in Rot. Und summieren alle Spannungen auf, die in diesem Kreis auftauchen. Und dann sehen wir, von da nach da herrscht die Spannung minus UIN. Bei dem Addieren muss ich ja aufpassen, ob der Spannungsmesspfeil und der Schleifendurchlaufpfeil in die gleiche oder in entgegengesetzte Richtung gehen. Also sehen wir jetzt an dieser Stelle minus UIN. Jetzt kommen wir da oben hin. Dann kommen wir auf U2, auch in die andere Richtung gemessen, also minus U2. Und dann kommt da an der Stelle noch die Ausgangsspannung, Uout. Und die Ausgangsspannung ist mir typischerweise so, plus Uout gleich 0. Also sehen wir da jetzt Uout gleich UIN plus R2 durch R1 mal UIN gleich 1 plus R2 durch R1 mal UIN. Oder wie es manchmal auch geschrieben wird, R1 plus R2 durch R1 mal UIN. So, jetzt sehen wir also Folgendes. Die Ausgangsspannung und die Eingangsspannung haben immer gleiches Vorzeichen. Bei der anderen Verstärkerschaltung war es ja gerade umgekehrt. Und wir sehen, dass wir hier immer verstärken.
Der Ausdruck kann nicht kleiner als 1 werden. Insofern ist die Ausgangsspannung mindestens gleich der Eingangsspannung. Wir haben also bei dem Verstärkertyp keine Möglichkeit, die Spannung sozusagen zu reduzieren, herabzusetzen. Das wäre ja etwas, was man bei dem Invertierenden ohne Probleme erreichen kann. Wenn wir den hier auf einen bestimmten Wert setzen und den nur halb so groß machen, kommt da hinten auch nur die halbe Ausgangsspannung raus. Aber ja. So. Ja. So haben wir also jetzt diese beiden grundlegenden Operationsverstärkerschaltungen und mit den typischen Eigenschaften, realen Eigenschaften von diesen beiden Schaltungen will ich mich gleich im nächsten Video beschäftigen. Mmm.